Unser nächster Talk geht um den Spaß bei der Elektronikentwicklung. Die Annahmen, die man macht, die Fallen, in die man reintritt, weil man macht das ja immer schon so und man hat irgendwie vielleicht Copy-Paste gemacht von einem anderen Projekt und so. Und ja, die 100 Nano, die kommen dort immer rein und deswegen machen wir das auch so und wundern uns, warum wir eben EMV-Probleme haben oder irgendwas nicht funktioniert. So, wir haben einen Speaker, der genau darüber redet und das ist Luki. Bitte, ein herzliches Applaus für Luki und seine Expertise und habt Spaß. So, hallo, freut mich, dass doch einige hier sind. Erste Frage, sind Hardwareentwickler anwesend, professionell? Okay. Ich hoffe, es ist für jeden was dabei. Ich musste leider bunt mischen aus sehr einfach und ziemlich schwierig. Beginnen wir mit was Einfachem, Widerständen. Kennt jeder, hat man eine Menge auf dem Board. Zwei Dinge werden sich quer durch diesen Vortrag ziehen. Erstens, braucht es das wirklich? Zweitens, stimmt das so? Also, der Widerstand hat 4,223 Kiloohm. Üblicher wäre es, wenn man Standardwerte verwendet, da spart man sich eine Menge Ärger, das Zeug wird billiger, man kann eventuell den gleichen Wert wie ein anderer Widerstand benutzen auf dem Board. Ja. Zweiter Punkt, stimmt das überhaupt? Nein, stimmt nicht. Der Widerstand wird nicht 4,2 Kiloohm haben. Es gibt Toleranzen, es gibt Alterung, es gibt Störungen, die den Widerstand schädigen können. Es gibt allerlei Dinge, die man beachten muss. Die Verlustleistung wird zunehmend wichtig, nicht nur, weil das Board wenig verbrauchen muss, das hat hier nichts damit zu tun, sondern vor allem, weil die kleinen 0402 Widerstände erstaunlich wenig aushalten. Und im Kurzschlussfall kann es deshalb sehr leicht passieren, dass irgendwas in Rauch aufgeht. 0402 haben typischerweise 50 Milliwatt und das wird sehr leicht erreicht. Ganz schnell, weil hier häufig Fehler passieren. Moderne Mikrocontroller haben zuschaltbare Pull-up-Widerstände. Leider sind die, wenn überhaupt, äußerst ungenau und können von Charge zu Charge ziemlich stark schwanken. 30 bis 60 Kiloohm kann oft nicht ausreichen, um ein Signal sauber zu halten. Wenn ein Widerstand wirklich wichtig ist, darf man sich niemals auf den eingebauten Pull-Up-Widerstand in den Mikrocontrollern verlassen. Bei unwichtigen Dingen wie irgendeinem externen Taster oder so ist das kein Problem. Wenn es wichtig sein soll, besser was Externes vorsehen, wo man es besser unter Kontrolle hat. Detail am Rand, Cypress hat fantastische Mikrocontroller, die das wirklich sehr genau einhalten und mit durchschnittlich 4,7 Kiloohm kommt man auch relativ weit. Aber das ist nur am Rand erwähnt. So, was macht man mit Widerständen? Man kann zum Beispiel wunderbar Strom messen. Das ist unter Umständen genau, billig und relativ einfach. Was passiert allerdings in der Praxis mit dieser Schaltung? Der Widerstand muss irgendwie angeschlossen werden auf dem Board. Und diese Anschlusswiderstände können, wenn man den Messwiderstand klein wählt, durchaus signifikant werden. Die übliche Vorgehensweise jetzt, Vierleitermessung. Das heißt, man achtet darauf, dass der Messstrom und der Laststrom nicht über den gleichen Kontakt fahren. Da kann man relativ teure, spezielle Kelvin-Sensing-Widerstände einsetzen. Man kann allerdings auch sich den Footprint anpassen. Wäre hochspannend, mehr über dieses Thema zu sagen. Wer Fragen dazu hat, das hat wunderbar funktioniert, kann mich gerne nachher ansprechen und ich erkläre es gerne. Kondensatoren sind die nächsten einfachen Bauteile. Das Schaltplansymbol kennt wahrscheinlich jeder. Da gibt es aber noch ein Ersatzschaltbild. Und das sieht leicht anders aus. Je nachdem, welche Technologie man wählt, welches Gehäuse man wählt, welchen Hersteller man wählt,
sind diese unerwünschten parasitären Elemente mehr oder weniger groß. Und man muss sich, wenn es sich nicht gerade um ganz was Unkritisches handelt, wirklich Gedanken machen, was macht mein Kondensator zum Beispiel bei höheren Frequenzen. Es kann dann durchaus sein, dass der sehr winzige Serienwiderstand signifikant wird. Es kann sein, dass es ein Schwingkreis erzeugt wird mit der Serieninduktivität. Und da muss man sich schon Gedanken machen. Die Geschichte ist nicht nur bei Kondensatoren so. Alle reellen Bauteile haben parasitäre Elemente. Das heißt, Teile, die man nicht bezahlt hat, aber mitkriegt. Besonders kritisch, erstaunlicherweise, ist die sogenannte, also die parasitäre Diode zwischen Drain und Source bei den MOSFETs. Ich habe da allerdings die gute Erfahrung damit gemacht, die fix einzuzeichnen im Schaltplansymbol. Dann erinnert man sich dran und kann dann verhindern, dass da unerwünschte Ströme fließen, die man sich im ersten Moment dann nicht erklären kann. Im zweiten Moment ist ja klar, war die parasitäre Diode. Bei den Widerständen gibt es je nach Bauform durchaus signifikante Serieninduktivitäten. Das heißt, ein normaler Widerstand ist ab 30 MHz de facto unbrauchbar, weil die Serieninduktivität schon zuschlägt. Bei Induktivitäten hängt es stark von der Bauform ab. Große gewickelte Induktivitäten haben eine signifikante Parallelkapazität einfach zwischen den Drahtwindungen. Da bilden sich Plattenkondensatoren, aber halt ja ein bisschen in einer komplizierteren Form. Ein praktisches Beispiel zu den Kondensatoren. Gab so eine Geschichte, großer Mikrocontroller mit 15 VCC-Anschlüssen. Und wie hoffentlich jeder weiß, gehört zu jedem VCC-Anschluss ein dazu passender Bypass-Kondensator. Das hat jemand nicht gewusst und gesagt, die 1500 Nanofarad ersetzen wir durch einen 2,2 Mikrofarad. Ich habe uns so viel Geld gespart. Das Board kam zurück, hat eingeschalten, er war happy und dann hat es angefangen, Fehler zu machen. Man hat die Schuld schon bei der Software gesucht, weil die Software ja immer ein guter Kandidat ist, wenn Fehler auftauchen. Aber nein, es war die Hardware. Kurzer Exkurs. Warum braucht man Bypass-Kondensatoren? Wieso sind die unglaublich wichtig und warum darf man die auf gar keinen Fall vergessen? Also, auf dem Board gibt es ebenfalls unerwünschte, quasi gratis Bauelemente. Die Zuleitung hat einen gewissen Widerstand, man hat eine Induktivität, jede Leitung hat eine Induktivität, jede Leitung hat eine unerwünschte Kapazität zur Masse oder zu jeder anderen Leitung im Universum. Irgendwann kann man die vernachlässigen, aber die danebenliegende Koppelkapazität kann man meistens nicht vernachlässigen. Was muss man also tun? Ich kann davon ausgehen, dass ich nicht erklären muss, dass CMOS, Mikrocontroller oder andere ICs de facto nur im Schaltzeitpunkt Strom verbrauchen. Man hat also extrem hohe Stromspitzen für eine extrem kurze Zeit. Diese Stromspitzen müssen irgendwoher geliefert werden. Der große Elektrolytkondensator oder so ist viel zu weit entfernt, also müssen die Bypasskondensatoren ran. Und die müssen auch richtig platziert werden. Der große Tipp, der schon sehr viele Probleme behoben hat, als allererstes nach dem Platzieren der ICs die Bypass-Kondensatoren platzieren, möglichst nahe ran, geeignete Typen auswählen, mit einer fetten Leitung verbinden. Jeder Bypass-Kondensator kriegt zwei eigene Vias, die mit keinem anderen geteilt werden, einmal auf Ground, einmal auf die Betriebsspannung. Und das muss man wirklich mit jedem machen. Hat man dann auch gemacht in diesem Fall und die Probleme waren weg. Kondensatoren, nächster Teil. Der Kondensator hat ein Mikrofarad. Keine Sorge, jetzt kommt es nicht wieder mit der Grundtoleranz, die hat man natürlich immer. Keramikkondensatoren haben eine Abhängigkeit der Kapazität von der angelegten Spannung. Das wird schlimmer, je mehr Kapazität man
in kleinerer Baugröße hat. Und wenn man ganz viel Pech hat und ganz viel Spannung anlegt, kann plötzlich nur mehr 20% der georderten Kapazität effektiv genutzt werden. Ein Mikrofarad hat der Kondensator bei 0 Volt angelegter Biasspannung. Wie schwierig, das ist übrigens relativ schwierig, diese Information zu bekommen. Die steht meistens nicht mal in den Datenblättern, aber die Hersteller bieten eigene Unterlagen an, wo das steht. Wenn der Hersteller das nicht anbietet, skeptisch sein, einen anderen Hersteller wählen. Es lohnt sich. Ganz kleiner Exkurs, Keramikkondensatoren stehen hinten drei Buchstaben, beziehungsweise Buchstaben- und Zahlenkombinationen. Was bedeutet das? Hat was mit der Temperaturstabilität der Geschichte zu tun. Je weniger man bereit ist auszugeben, desto schlechter wird sie. Der heilige Gral sind NP0 oder COG, also jeweils mit 0, nicht O geschrieben. Die sind de facto nicht temperaturabhängig, aber man kriegt nichts größer als ein Nanofarad. Also für Bypass-Kondensatoren kann man die nicht verwenden, für Filter muss man die verwenden. Auch interessant, musste ich auch auf die harte Tour lernen, Keramikkondensatoren sind Keramik. Keramik ist spröde und wenn man da nicht sehr gut aufpasst beim Bestücken, bilden sich Haarrisse. Wenn man zu fest aufdrückt oder Bestückungsautomat zu fest aufdrückt, bilden sich kleine Haarrisse. Ich habe leider kein Bild mehr gehabt. Auf jeden Fall, durch diese kleinen Risse tritt Feuchtigkeit ein und Feuchtigkeit mag keine Elektronik. Nächste aus der Reihe, Batterie, Akku hat so und so viel Milliampere-Stunden. Ist leider nur ein bedingt vergleichbarer Nominalwert. Der effektive Wert hängt, wie immer, durch von nach, neben der Toleranz bei Akkus besonders stark vom Entladestrom ab und von der Temperatur. Das heißt, je mehr Strom rausfließen soll aus der Batterie, desto geringer ist die Kapazität. Und diese 2600 mAh im Beispiel, die sind bei einem gewissen, genau spezifizierten Entladestrom und in der Praxis wird man den eigentlich nie erreichen. Man wird drüber oder darunter liegen. Wenn man ein Produkt mit Batterien designt, hilft nichts außer testen. Nur mit dem Datenblatt kommt man da nicht weiter. Großes Thema, Datenblatt. Ja, im Datenblatt steht so irgendwas. Leider wird das Datenblatt von Menschen geschrieben. Menschen machen Fehler, kann passieren. Also, wenn man ein Datenblatt aufmacht, allererstes mal nachgucken, haben die Fehler gemacht, ist das bekannt, das steht dann im Array da. Die Versionsgeschichte ist meistens auch interessant, da steht drinnen, was so ergänzt wurde, was korrigiert wurde. Nächste interessante Teil, typical. Auch auf der ersten Seite sind die typical-Angaben angegeben. Typical bedeutet aber leider nichts anderes als wir hätten gerne, dass es so ist. Ja, wenn man ein bisschen nachhackt oder die Fußzeilen liest, kriegt man da auch eine tolle Antwort darauf. Typical heißt non-tested. Das Einzige, was getestet wird bei einem IC, sind die Min und Max. Und das sind dann harte Pass- und Fail-Tests. Heißt, wenn die Schaltung funktionieren soll, zuverlässig, auch nächste Woche noch, sollte man sie mit diesen Min- und Max-Werten, also Worst-Case-Szenarios, auslegen. Jetzt noch die Absolute Maximum Ratings, weil ich auch immer öfter Schaltungen gesehen habe, wo der Mikrocontroller mit 6 Volt betrieben wird, weil steht ja drinnen unter der Absolute Maximum Ratings, dass man das darf. Nein, darf man nicht. Absolute Maximum Ratings heißt, wenn man darunter bleibt, sollte nichts passieren. Wenn man mit auch nur einem Wert kurzfristig drüber geht, kann was passieren. Wir wissen aber nicht was. Im besten Fall nichts Schlimmes. Schlimmstenfalls kommt es zum sofortigen Ausfall. Also, Absolute Maximum Ratings vermeiden. Electrical Characteristics ist die richtige Seite, wo man nachschlagen muss, wenn man wissen will, wie man sein IC betreibt.
Auch eine nette Geschichte. Auf der ersten Seite vom Datenblatt steht, der FET kann 429 Ampere. Wow. 5 Seiten weiter. Ja, der FET kann das, aber durch das Gehäuse kriegt man nur 160 Ampere rein und wieder raus. Und das auch nur bei 25 Grad. Weiteres Ding, damit meint man die Eigentemperatur vom FET inklusive Erwärmung. Und wenn man da nicht gut aufpasst, große und gute Kühlkörper vorsieht, dann wird der sehr schnell sehr heiß. Das stammt aus einem Arduino Motor Shield. Da war ein Treiber drauf, der kann 40 Ampere. Also wird das auch so verkauft. Der Motortreiber kann 40 Ampere. Ja, bei Raumtemperatur, optimaler Kühlung, die Binnleiste kann 3 Ampere und die Schraubklemme 20. Also, dass der Motortreiber, der auf der Schaltung oben ist, 40 Ampere kann, hat überhaupt nichts damit zu tun, was am Ende funktionieren kann. Schottky-Dioden. Super Teile haben nur ungefähr den halben Verlust wie gewöhnliche Dioden. Also, Quizfrage. VEXT. Unter der Bedingung, dass VCC saubere 5 Volt sind und sonst nichts an diesem Punkt hängt. Wie hoch ist VEXT? 5 Volt? 0,5? Wer bietet mehr? Hängt von der Temperatur ab. Schottky-Dioden haben einen temperaturabhängigen und zum Teil sehr hohen Sperrstrom. Also wenn man das Teil erwärmt oder sich das Teil irgendwie erwärmt, dann kann passieren, dass da 10 mA in die falsche Richtung, wo man eigentlich sagt, die Schottky-Diode sperrt, fließen. Und wenn da ein paar Milliampere rückwärts fließen, schön Widerstand, schöner Spannungsabfall. Ist nur blöd, wenn ein Komparator daneben hängt und wenn er auf Highgate-USB-Anmeldung gestartet wird und dann die Software was anderes macht. Das 12-Volt-Bordnetz im Auto ist auch immer wieder eine interessante Geschichte. Ja, es sind keine 12 Volt. Nie. Erstens hat eine 12-Volt-Bleibatterie 13,8 Volt. Wenn sie vollgeladen ist, 14,4. Das ist das kleinere Problem. Im Auto, wenn es schön kalt ist und man startet, fällt diese Spannung mal auf 6 Volt oder sogar noch darunter. Load Dump ist sehr gefürchtet. Das ist einfach, wenn die Lichtmaschine nicht schnell genug regeln kann und dann plötzlich 120 Volt ist zu viel, aber es können durchaus 60, 70 Volt sein, die für einige Millisekunden anliegen. Im Auto hat man schwere Elektromechanik, also Relais, Elektromotoren, die nicht unbedingt gut entstört sind. Man hat extreme Störungen. Die Amerikaner haben alles größer und die machen, wenn die Batterie mal leer ist, gern eine Starthilfe vom LKW mit 24 Volt. Wenn die Elektronik auf 12 Volt ausgelegt ist, macht die den Startversuch nicht mit. Und Reverse Battery, ja, man kann die Batterie auch umgekehrt reinstellen und anschließen. Die Pole sind ja eigentlich nicht gegen Verpolung geschützt. Nächste Automotive Myth. Automotive hatte man so in, ja, bedeutet minus 40 bis plus 125 Grad. Ja, stimmt halt nicht. Die IEC teilt das in mehrere Grade ein. Schlimmstenfalls geht das bis plus 150 Grad Celsius rauf. Wenn man am Zylinderkopf seine Elektronik befestigen will oder am Getriebe, kann es das auch durchaus erreichen. Gute Nachricht, wenn man Elektronik für den Innenraum entwickelt, dann reicht Grade 3, also minus 40 Grad, wenn es irgendwo geparkt ist, wo es kalt ist, bis über 85 Grad wird es dort nie erreichen. Immer noch interessant, also immer interessant bei irgendwelchen Temperaturangaben. Gut nachfragen, was ist damit gemeint? Umgebungstemperatur, Gehäusetemperatur oder die quasi nicht zu messende Junction-Temperatur, also die Gehäuse des Siliziumblätt, also Temperatur des Siliziumblättchens im Gehäuse. Üblicherweise ist Ambient- oder Case-Temperatur gemeint, aber im Zweifel nachfragen. Kommen wir zu einem absoluten Geheimtipp: der invertierende Verstärker.
hat den großen Vorteil, dass man mit R3, der so groß ist wie die Parallelschaltung aus R1 und R2, den Input-Bias-Strom kompensieren kann. Funktioniert auch wunderbar bei uralten Operationsverstärkung ohne eingebaute Input-Bias-Compensation. Die Hersteller haben schon mitgekriegt, dass der Input-Bias-Strom bei den Operationsverstärkungen relativ groß ist und darum haben sie Schaltungen entwickelt, wie man den kompensieren kann. Also man speist ungefähr den gleichen Strom ein an die Basis. Dummerweise geht das nicht perfekt und nicht gleich gut auf Plus und Minus. Und dann kann es jetzt plötzlich passieren, dass Strom nicht reinfließt in den Operationsverstärker, sondern rausfließt. Und dass der Strom an Plus und an Minus unterschiedlich ist. Also den Trick sollte man bei modernen Operationsverstärkern unterlassen. Man erkennt das, weil der Input-Bias-Strom mit Plus-Minus spezifiziert ist. Es wird inzwischen gar nicht mehr explizit darauf hingewiesen, dass die kompensiert sind, weil es Standard ist. Der Trick hat sich trotzdem irgendwie gehalten. Operationsverstärker sind tatsächlich über die Jahre immer besser geworden, immer stabiler. Man kann durchaus ein paar Pikofarad hinten ranhängen, es fängt nicht sofort an zu schwingen. Verlassen kann man sich darauf aber nicht. Immer nachprüfen. Einfachste Möglichkeit nennt sich Sprungantwort, man legt einen Sprung an. Dann mit nicht ganz wissenschaftlich korrekter Methode schaut man an, wie der Ausgang überschwingt. Wenn der Überschwinger kleiner 30% ist, sagt man, die Phasenreserve sollte besser als 45 Grad sein und der Operationsverstärker ist stabil. Das ist nicht 100% exakt, funktioniert nicht immer, ist aber schnell gemacht und hat sich in der Praxis ausgezeichnet bewährt. Dieser einfache Test kann massiv Probleme vorbeugen. Operationsverstärker haben eine wichtige Spezifikation, Gain Bandwidth Product, also Verstärkung multipliziert mit der Bandbreite. Das ist ein 5 MHz Gain Bandwidth Product, Operationsverstärker. Wir speisen mal ein 100 kHz Sinussignal am Eingang ein. Ist als Buffer konfiguriert, also sollte am Ausgang exakt dasselbe Signal rauskommen. Nein. Gain Bandwidth Product ist ein sogenanntes Kleinsignalverhalten. Wenn das Signal groß ist, kommt die Slew Rate ins Spiel. Die Slew Rate gibt an, wie viel der Ausgang eigentlich schafft. In diesem Fall kann der Ausgang dem Eingangssignal nicht ausreichend schnell folgen und der Sinus wird zu einem Rechteck, zu einem Dreieck. Aktive Filter. Kennt wahrscheinlich auch der eine oder andere. Per Hand zu berechnen sind die nicht ganz einfach, aber es gibt dafür entsprechende Tools. Bauen wir mal sowas auf. Der gleiche Operationsverstärker mit 5 MHz Gain Bandwidth Product. Irgendwas passiert da bei einigen Kilohertz. Aber was passiert da? Hat jemand eine Idee? Nein? Hat zu tun mit der frequenzabhängigen Ausgangsimpedanz vom Operationsverstärker. Und damit bildet man de facto einen Spannungsteiler mit C2, R2 parallel zu R1. Das heißt, der Filter verhält sich zwar bis zu einer gewissen Frequenz, wie er soll, aber ab diesem Punkt sinkt die Abschwächung. Rail-to-Rail bedeutet von minus VCC bis plus VCC oder von 0 Volt bis VCC. Nein, bedeutet es nicht. Bis ganz an die Grenzen geht es prinzipiell mal nicht. Und wie viel genau man hinkommt auf 0 Volt oder auf Betriebsspannung, hängt ganz stark von der Last ab und von der Temperatur. Zusätzlich muss man beachten, wenn man die Wahl hat zwischen einem Operationsverstärker, der als Rail-to-Rail spezifiziert ist und zwischen einem klassischen, da wird der Rail-to-Rail aufgrund der wesentlich aufwendiger aufgebauten Ein- und Ausgangsstufe immer schlechter sein als
ein klassischer. Hier sieht man zum Beispiel auch auf der Grafik ganz rechts die maximal mögliche Dinge. Ausgangsstrom Low Level versus Ausgangsspannung Low Level. Also. So, nächster Punkt. Operationsverstärker und Komparatoren haben das gleiche Symbol. Also wird leider gerne oft ein Operationsverstärker als Komparator verwendet. Darf man das? Nein. Das sollte man gefälligst unterlassen, da die Ausgangsstufen von Operationsverstärkern und Komparatoren völlig anders aufgebaut sind und übrigens auch die Eingangsstufen. Also, jeden Baustein für seinen Zweck einsetzen, auch wenn sie auf den ersten Blick vergleichbar aussehen. Wenn man Komparator braucht, Komparator nehmen, Operationsverstärker nehmen. Nächste große Kategorie an Bauteilen sind die Instrumentenverstärker. Die verstärken die Spannungsdifferenz der Eingänge um einen wählbaren oder fixen Wert. Machen sie auch, allerdings gibt es einen sehr wichtigen Graphen im Datenblatt, nennt sich Diamond Plot wegen der Form. Und der gibt an, in welchen Spannungsbereichen die Eingänge liegen dürfen, damit er korrekt funktioniert. Und da gibt es durchaus, je nach Typ, gewaltige Einschränkungen und man muss sich das wirklich gut durchlesen und aufpassen, wie man den verwendet. Analog-Digital-Konverter wären eigentlich ein Thema für einen eigenen Vortrag. SAR-ADCs hat jeder Mikrocontroller, darum sind sie sehr weit verbreitet und werden eigentlich immer falsch angeschlossen. Der hat nämlich gar keine hochohmigen Eingänge. Was bei einem SAR-ADC passiert, ist zum Abtastzeitpunkt wird der Sampling-Kondensator auf den Eingang geschalten. Und der Sampling-Kondensator lädt sich dann auf die Spannung auf, die gemessen werden soll. Wenn nur irgendwo muss die Ladung herkommen, um den Sampling-Kondensator aufzuladen. Wenn da kein Filterkondensator davor steht, dann wird die zu messende Spannung einbrechen und man misst tatsächlich weniger, als man eigentlich haben wollte. Also immer einen RC-Filter vor den Eingang eines Mikrocontroller-ADCs. Das spart eine Menge Probleme. Nächster Zweck des RC-Filters ist natürlich Anti-Aliasing, also Shannon-Aptas-Theorem und so weiter. Muss natürlich immer eingehalten werden. Ja, irgendein Produkt wird beworben mit 24-Bit ADC drinnen, hochpräzise, super teuer. Kann jetzt aber durchaus sein, dass ein ähnliches Produkt, das aber einen gut angepassten und qualitativ hochwertigen, zum Beispiel nur 12-Bit ADC, tatsächlich bessere Werte liefert als der sehr teure 16- oder 24-Bit ADC. Die Auflösung ist bei den ADCs nur eines der wichtigen Kriterien. Es kann sehr, sehr aufwendig werden, einen ADC richtig auszuwählen, richtig zu behandeln und die Komponenten rundherum auszuwählen. Diese Geschichte wird uns noch ein paar Folien begleiten, da es leider sehr wichtig ist. Ganz kurz, was ist Präzision, was ist Genauigkeit, was ist Stabilität? Präzision war früher als Wiederholgenauigkeit bekannt. Ich messe einen Wert mehrfach, also könnte ich mir erwarten, dass wenn ich mehrfach denselben Wert messe, dass auch dasselbe rauskommt. Wenn nicht, ist die Präzision schlecht. Genauigkeit, ich messe einen Wert, ich erwarte mir, dass der Wert stimmt. Da sagt uns aber die Statistik, dass man den genauen Wert niemals wissen kann. Man kann sich nur beliebig genau annähern. Und die Genauigkeit, ich messe heute, ich messe in 2 Minuten. Blödsinn. Die Stabilität war das. Stabilität, ich messe jetzt, ich messe
morgen, ich messe übermorgen. Ich möchte natürlich ebenfalls immer das Gleiche rauskriegen. Diese drei Anforderungen sollte man genau spezifizieren. Man muss wissen, was man haben will. Will man eine präzise Schaltung? Will man eine genaue Schaltung? Will man eine stabile Schaltung? Will man eine stabile, präzise, genaue Schaltung? Dann wird es aufwendig und man muss bereit sein, sehr viel Geld und Entwicklungszeit zu investieren. Hauptproblem bei den ADCs sind immer die Referenzspannungsquellen. Auch mit sehr, sehr teuren Referenzspannungsquellen wird man Probleme haben, zum Beispiel einen 16-Bit-ADC adäquat mit einer Referenzspannung zu versorgen. Muss ich nur mal die Spezifikationen ansehen. Wenn sich die Temperatur um 1 Grad ändert, von diesen doch sehr teuren, also die LT1019, das ist so die Top-of-the-Line gewöhnliche Referenzspannungsquelle, hat aber trotzdem 10 ppm pro Grad Celsius Drift. Das heißt, 1 Grad Celsius Temperaturänderung, die Ausgangsspannung ändert sich um 10 ppm. Das ist ungefähr so viel wie ein Bit von einem 16-Bit-ADC. Also 16-Bit-Genauigkeit wird sehr, sehr schwierig zu erreichen. Da muss man schon zu sehr aufwendigen Möglichkeiten, Referenzspannungsquellen und einigen Schaltungstricks zurückgreifen, um es überhaupt zu erreichen. Also niemals blenden lassen von der Bit-Anzahl eines ADCs. Die Referenzspannungen, also Temperaturabhängigkeit, ist übrigens nicht linear. Wenn es linear wäre und bekannt, könnte man es ja relativ einfach rausrechnen. Funktioniert nur leider in der Praxis nicht so besonders gut. So, kommen wir jetzt ein bisschen was anderem. Eine Temperatur mit mehreren Nachkommastellen. Ja. Temperaturen mit mehr als 0,5 Grad Celsius Genauigkeit messen ist extrem schwierig. Ist eigentlich unseriös, eine Temperatur mit mehreren Nachkommastellen anzugeben, da man damit eine Genauigkeit suggeriert, die eigentlich de facto nicht zu erreichen ist. Großer und sehr wichtiger Punkt, ein Temperatursensor misst immer seine Temperatur. Er misst nicht die Temperatur, die man haben will, er misst seine Temperatur. Das kann durchaus unterschiedlich sein. Oszilloskop-Tastköpfe sind ein sehr beliebter Fehler. Also eine sehr beliebte Fehlerquelle, nicht nur, weil man damit Dinge vom Schreibtisch runterziehen kann. Man hat eine 10 Megaohm parallel zu 15 Picofarad, beziehungsweise was so ein typischer Oszilloskop hat, und wenn man den Tastkopf auf 10-fach einstellt, dann hat man ja 10 Megaohm. Das klingt auf den ersten Blick nach sehr, sehr hochohmig. Ist es auch und kann es unter Umständen nicht sein. Oszilloskop-Tastköpfe machen vor allem wegen der Eingangskapazität Probleme. Es gibt da aber einen einfachen Trick, der manchmal funktioniert, manchmal auch nicht. Wenn man ein empfindliches Signal misst mit einem Oszilloskop-Tastkopf, einfach einen zweiten Tastkopf direkt auf dasselbe Signal hängen und beobachten, ob sich der Wert am ersten am ersten Kanal ändert. Ändert er sich nach dem Hinzufügen des zweiten Tastkopfs, kann man davon ausgehen, dass der erste Tastkopf schon einen Fehler verursacht hat und man sollte zu anderen Methoden greifen, um das Signal zu messen. Nicht vergessen übrigens, ein Tastkopf gehört regelmäßig abgeglichen, spätestens nachdem man ihn abgesteckt hat und wieder angeschraubt, sollte man mal den Kalibrierprozess durchlaufen. Die Masseklemme, Masseschleife, Krokodilklemme, wie man sie auch immer nennen will, ist übrigens eine sehr beliebte Quelle von Störungen. Einfach durch die Größe dieser Schleife fängt man sich eine Menge Störungen ein und man weiß dann eigentlich nie, kommt das jetzt von meinem Signal, fängt sich das was anderes ein, stimmt das überhaupt? Bei den Tastköpfen ist ein kleines Plastiksäckchen dabei, da ist eine Feder drinnen. Ich weiß, die verlegt man sehr häufig, aber aus einer Büroklammer kann man sich auch einen Ersatz für diese Massefeder biegen und da hat man eine wesentlich kleinere Fläche, mit der man sich Störungen ein,
fangen kann. Man muss aber verdammt gut aufpassen, dass man mit diesem Konstrukt keine Kurzschlüsse auf der Platine verursacht. Ganz kurz zur Riesenthematik elektromagnetische Verträglichkeit, Abstrahlungen. Es ist im Talk vorher schon vorgekommen, die Geschwindigkeit also eines Signals ist fast absolut irrelevant. Es geht um die Anstiegszeit. Die Einstiegszeit von 5 Nanosekunden ist typisch für langsames CMOS wie in nahezu allen Mikrocontrollern. Wenn man da schaltet, produziert man Störungen bis in den also mit signifikanten Frequenzanteilen bis weit über 70 MHz. Also, die Wiederholrate, Frequenz eines Signals ist nicht wichtig, die Anstiegszeit ist wichtig. Aber das wäre ein sehr großes Thema und mir wurde gesagt, ich werde von der Bühne geworfen, wenn ich in einer Stunde nicht fertig bin. Netzteile. Ein 9 Volt Netzteil sollte doch 9 Volt am Ausgang liefern. Ja, ungeregelte Netzteile liefern, wenn sie mit weniger als 10% oder 20% belastet werden, bis zu 20% oder sogar 25% höhere Spannung als im belasteten Zustand. Das kann durchaus ausreichen, um einen Kondensator auf eine für die Schaltung gefährliche Spannung aufzuladen und einen Schaden zu verursachen. Also aufpassen bei ungeregelten Netzteilen. Jetzt haben wir einen Boost-Converter, also einen Aufwärtswandler, Step-Up, wie man den auch immer nennen will. Da steht drinnen, er kann 1 Ampere schalten. Ja, das ist nicht der Ausgangsstrom, das ist auch nicht der maximal mögliche Eingangsstrom. Den maximalen Ausgangsstrom berechnet man mit dieser doch etwas längeren Formel, wo dann auch noch dummerweise der Strom durch die Induktivität einfließt. Also, und den muss man wiederum mit so einer Formel berechnen. Kurz gesagt, es gibt da Berechnungstools, die sollte man für die erste Abschätzung verwenden. Also ich habe die Formel eigentlich nie per Hand ausgerechnet. Aber wichtig, Step-Up-Konverter muss massiv überdimensioniert sein. Wie sieht das Ganze in der Praxis aus oder wie sieht das realistischer betrachtet aus mit den altbekannten freien Bauelementen, die man so dazu bekommt? Also Schaltregler sind eigentlich immer ein großer Quell der Freude und wenn es irgendwo ein Problem gibt auf einer Platine, dann ist es höchstwahrscheinlich der Schaltregler. Darum den Schaltregler sofort nach den Bypass-Kondensatoren und möglichst sorgfältig layouten, die Komponenten sehr sorgfältig auswählen. Vor allem muss man die Schleife, wo hohe Ströme fließen, minimieren. Ist nicht immer leicht, aber man sollte sein Möglichstes tun, um das Entwicklungsrisiko einfach zu minimieren. Ich habe schon zu viele Projekte gesehen, die ein neues Layout gebraucht haben, weil einfach der Schaltregler Probleme gemacht hat. So, weil es aber so lustig war, braucht man oft mehrere Spannungen, nicht nur eine. Also hat man mehrere Schaltregler an Bord. Dann kommt es zum Beat-Frequency-Effekt, also zu Schwebungen. Auch absolut gleiche Schaltregler, die nominell mit derselben Frequenz schalten, machen das in der Praxis aufgrund von Toleranzen oder unterschiedlichen Temperaturen oder Kombinationen aus diesen Faktoren einfach nicht. Die haben schwingen mit leicht unterschiedlichen Frequenzen und es kommt zu einem Schwebungseffekt. Manche Schaltregler haben deshalb eine Funktion, dass man sie synchronisieren kann. Das heißt, man schließt sie zusammen über einen entsprechenden Pin und dann schalten alle mit derselben Frequenz. Das funktioniert natürlich nur, wenn sie diese Funktion anbieten. Falls sie das nicht tun, muss man jeden Schaltregler einzeln sehr gut von allen anderen entkoppeln. Also sowohl gewisse Sicherheitsabstände einhalten, damit es nicht zu kapazitiven Einstreuungen kommen kann und ausreichend dimensionierte und überprüfte Eingangsfilter verwenden. Also eine zusätzliche Induktivität für den Eingang vor jedem Schaltregler.
Dann heißt es aber, ja, ist mir doch egal, wenn der Schaltregler ein paar Störungen verursacht. Ich platziere einfach einen Low-Dropout-Regulator vor den empfindlichen Komponenten und der filtert da die ganzen Störungen schon weg. Das Problem an der Geschichte ist nur, das macht er prinzipiell, aber diese Filterwirkung, also Power Supply Rejection Ratio, hängt halt stark davon ab, von der Frequenz der Störung und wie viel Spannungsabfall über dem LDO zugelassen wird. LDOs schauen nominell aus wie ganz einfache Linearregler, haben aber einen gravierenden Nachteil. Sie können instabil werden, wenn sie nicht mit dem richtigen Kondensator am Ausgang beschaltet werden. Lustigerweise benötigen sie meistens einen gewissen Serienwiderstand, um stabil zu sein. Also hier ist der Serienwiderstand, der eingebaute, tatsächlich hilfreich, um Schwingungen zu unterdrücken. Nächste Induktivität ist eigentlich ein mechanisches Bauteil. Sollte man nicht verbohlen können. Kann man auch nicht verbohlen, aber man kann es falsch herum anschließen. Man sollte die Seite, die geschaltet wird, also Entwicklungsanfang sollte immer dort sein, wo der meiste Dreck elektronisch gesehen passiert. Also auf der Seite, die nicht gefiltert ist, sollte der Wicklungsanfang sein. Deshalb sind die Induktivitäten auch mit einem Punkt versehen, das ist der Anfang. Ganz kurz, Einschub. Der Rückstrom prinzipiell nimmt den Weg der geringsten Impedanz, nicht des geringsten Widerstandes. Bei Gleichstrom ist es natürlich direkt zurück, aber bei höheren Frequenzen nähert sich der Rückstrom tendenziell immer mehr den Hinpfad an. Warum ist das wichtig? Auf Leiterbahn ist das sehr, sehr wichtig. Gibt es den alten Tipp? Ja, macht man halt alles mit Masse voll, dann wird der Strom schon den richtigen Rückpfad finden. Gute Idee. Man sollte aber nicht einfach alles mit Masse auffüllen, sondern schön alle Signale nachher nochmal nachgehen, Masse-Halbinseln vermeiden, also und möglichst viele Durchkontaktierungen setzen. Man kann die Lage tatsächlich verschlechtern, wenn man einfach nur mit Masse auffüllt, ohne zu achten, wie die Massefläche jetzt wirklich verläuft oder ob man da nicht unerwünschte Kopplungen zwischen Signalen, die eigentlich nicht verkoppelt werden wollen, erzeugt. Beliebter Mythos, 90 Grad Winkel in Leitungen darf man nicht machen. Das ist ganz, ganz schlimm. Gibt ein paar seriöse und aufwendige Messungen? Nein, ist es nicht. 90 Grad Winkel in Leitungen sind absolut kein Problem, außer man macht wirklich extremes Hochfrequenzzeug. Was ein echtes Problem ist, sind spitze Winkel, allerdings aus produktionstechnischer Sicht, weil sich Ätzchemikalien dort ansiedeln und nicht so leicht sich entfernen lassen und da ein paar Dinge machen, die man einfach nicht haben will. Also spitze Winkel vermeiden, rechte Winkel sind kein Problem. So, die 50 Ohm Mikrosip-Leitung ist 0,47 irgendwas Millimeter breit. Hat man doch berechnet mit der langen Formel. Wenn dieser Wert wirklich kritisch ist, sollte man das aber dem Leiterplattenhersteller überlassen, denn nur der kann seriös berechnen, wie breit die Leiterbahn gefertigt werden muss, damit die Impedanz auch wirklich stimmt. Ob das wichtig ist oder nicht, hängt ganz stark vom Projekt ab. Hat man jetzt hohe Komponenten auf einer Platine, dann kann das natürlich passieren, dass wenn Vibrationen und Schläge auftreten, dass die runterfallen. Also sollte man sie gut ankleben. Ja, sollte man machen, aber auf gar keinen Fall mit Sanitärsilikon, das bildet nämlich Essigsäure beim Aushärten. Heißkleber funktioniert einfach nicht und Sekundenkleber produziert so hässliche weiße Ausdünstungen und das mögen einige Sensoren und Optiken überhaupt nicht. Also gut ankleben, aber mit dem richtigen Material. Viele denken, ich habe eine tolle Schaltung entwickelt, die darf niemand nachbauen, also gieße ich sie ein. Ja, die Schaltung ist meistens nicht so toll und jede Vergussmasse kann entfernt werden. Man braucht nur ein bisschen Geduld.
So, meine Platine ist fertig. Das habe ich schon sehr oft gedacht oder gehört. Aber hat man auch wirklich alle bedacht, dass die Komponenten passen? Sind alle Komponenten erhältlich? Sind Passmarken drauf auf der Platine? Sind die Vias freigestellt? Also auf gar keinen Fall Vias abdecken. Da gab es mal vor einigen Jahren Diskussion, dass man Vias abdecken muss. Nein, auf gar keinen Fall. Vias gehören nicht mit Lötstoff-Lack abgedeckt. Das macht Probleme. Hat man saubere Befestigungslöcher für die Platine? Ein 3 mm Befestigungsloch ist nicht geeignet, um mit einer M3-Schraube angeschraubt zu werden. Da braucht man 3,2 mm. Hat man auf der Platine Platz vorgesehen für die Seriennummer? Hat man bedacht, dass alles mal gelötet werden muss? Hat man vor dem Abschicken der Files das alles mit einem unabhängigen Programm, also nicht mit dem eingebauten Gerber-Viewer vom Layout-Tool überprüft? Auch die Layout-Tools sind nicht fehlerfrei. Passen die Abstände? Kann man die Sechskantschraube auf dem Befestigungsloch auch drehen, ohne Kurzschlüsse zu verursachen und so weiter? Dann kommt das Board, lässt sich nicht einschalten. Irgendwas passiert. Na, schauen wir halt mal mit der Thermokamera drauf. Und was sagt die Thermokamera? Da oben muss was passiert sein, weil 36 Grad. Ja, blöderweise war das Board aber gar nicht versorgt und nicht eingeschalten und das ist einfach nur ein Fehler in der Bedienung der Thermokamera. Also Thermokameras sind wirklich toll und man kann da einige Spielchen spielen. Das haben mich die Kollegen da beim Löten fotografiert. Man sollte aber wirklich wissen, was man tut und ein paar Verifikationsmessungen machen. So, No Clean Flussmittel muss nicht entfernt werden. Steht ja No Clean drauf. Das ist übrigens direkt nach dem Dampffasenlöten. Super Technik, ich werde nie wieder was anderes anrühren. Ich kann euch da auch gerne was erzählen nachher. Aber zurück zum No Clean. Was bedeutet No Clean? Keine chemisch aggressiven oder leitfähigen Rückstände. No Clean heißt aber nicht, dass die Rückstände nicht klebrig sein können und sich Staub da ansammeln kann und Feuchtigkeit und früher oder später es doch zu Problemen kommen kann. Wenn die Schaltung irgendwas mit geringen Strömen oder hohen Spannungen zu tun hat, sollte man auch No-Clean-Flussmittel entfernen. Man spart sich eine Menge Ärger. So, die Cremeverbindung, da löten wir halt nochmal nach, damit es auch sicher hält. Ja, nein, investiert lieber 50 bis 200 Euro in das richtige Tool und die richtigen Adernenthülsen, dann muss man das nicht nachlöten und wenn man es nachlötet, wird es immer dort brechen, wo das Lötzinn aufhört. Boah, Mechanik und Elektronik sind unabhängig voneinander. Man kann das Gehäuse designen, man kann die Elektronik designen. Solange es irgendwie Platz hat, wird es keine Probleme geben. Wenn man mechanische Spannungen in PCBs einbringt, wird das einen gewissen Einfluss auf vor allem hochpräzise Bauteile haben. Das ist die Ausgangsspannung einer Referenzspannungsquelle, die sich halt einfach um ein paar ppm und damit ein paar Bits vom teuren ADC ändert, sobald man anfängt, die Platine zu biegen. Wenn man das nicht haben will, soll man entweder unterlassen, die Platine zu biegen oder Entlastungsschlitze vorsehen. Ist übrigens nicht ganz einfach, die Entlastungsschlitze richtig hinzukriegen. Das ist auch wirklich was, wirklich hilft, aber da muss man halt durch. So, ich hatte noch nie einen ESD-Schaden, ich hatte sehr viele davon. ESD-Schäden treten kumulativ auf. Das heißt, es muss nicht sein, dass ich einen Chip angreife, der ist kaputt. Im Gegenteil. Ich greife den einmal an, ich greife den zehnmal an, dann wird er immer schlechter, irgendwann ist er kaputt. Und kleiner 2 Kilovolt spürt man überhaupt nicht. Da kann aber ein IC schon kaputt sein. Ja, der IC hat aber 8 Kilovolt ESD-Rating. Ja, hat er, aber nach dem Human Body Model. Das ist praktisch leider nicht immer ausreichend und ist nur auf Chip-Ebene gültig. Die ganze Baugruppe wird nach wesentlich höheren Kriterien bewertet als der einzelne IC.
Also man benötigt zusätzliche Schutzkomponenten. Überspannungsschutz, das erledigen auch nicht die integrierten Schutzdioden in den CMOS-ICs, weil in den meisten Fällen einfach nicht spezifiziert sind. Dass der Hersteller garantiert nicht, wie viel die aushalten. Also sollte man es als verantwortungsvoller Entwickler auch nicht erraten und das trotzdem verwenden, sondern externe Schutzkomponenten vorsehen. So, ich bin jetzt langsam am Ende. Der Old-Time-Classic haben wir immer schon so gemacht. Wer hat den noch nie gehört? Ja. Inzwischen haben wir aber neue Bauteile, wir haben Preisdruck, wir haben vor allem die ROH-Richtlinie, die leider sehr viel altes Wissen vernichtet hat. Und haben wir schon immer so gemacht, ist einfach kein Argument, das auch weiterhin so zu machen. Kommt der neue Bullshit, nennt sich Right on the First Try. Kann nur von jemandem stammen, der sowas noch nie gemacht hat. Die behaupten dann, ja, mit dem modernen Simulationstool, da kann man auch die Platine das erste Mal schon richtig machen. Kann man schon, wenn man das massiv überdimensioniert, keine innovativen Lösungen macht und eigentlich funktioniert das doch nicht. So. Produkte sind nur nachgebaute Demo-Boards und die Elektronikentwickler trinken nur Kaffee. Nein, tun sie nicht. Demo-Boards sind eigentlich relativ schlecht geeignet, um eins zu eins nachgebaut und verkauft zu werden, da sie einen völlig anderen Zweck haben. Die dienen nämlich nur dazu, den eigenen Chip in einem möglichst guten Licht darzustellen und nicht darum, um ein verkaufsfähiges Produkt damit zu erzeugen. Und erstaunlich oft haben Referenzboards, Referenzdesigns, Demo-Boards, Upnotes ganz einfach Fehler. So, jetzt muss ich mich nochmal bei einigen meiner ehemaligen Arbeitskollegen bedanken. Ich habe es nicht geschafft, alle Fehler selbst zu machen. Einige haben auch meine Kollegen gemacht. KiCad ist ein super Tool. Es braucht aber noch Entwicklungszeit, Tester und Unterstützung. Und ich muss mich da natürlich von meiner PCB-Designerin bedanken, die hat mir die Grafiken gemacht. Embedded C-Programmierer sind übrigens sehr gerne gesehen. Ich hätte da ein paar interessante Hardware-Projekte, brauche aber einen Programmierer. Und am Ende noch, macht keinen Blödsinn mit eurem Wissen, keine Kriegsspielzeuge, keine Überwachungstechnologie, lasst das die anderen machen. Dankeschön. Super, ich muss ihn nicht von der Bühne schmeißen. Habt ihr Fragen? Ja, bitteschön. I have a question. Und zwar, ich mach's auf Deutsch. Was ist deine Vorgehensweise, wenn du irgendein Problem hast und erstmal nicht genau weißt, wo du das Problem zu suchen hast? Kaffee trinken und zurückkehren. Okay. Hängt stark davon ab. Intuition ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber meistens weiß man schon ungefähr, wo das komponentenkritisch sind. Wenn eine Schaltung Fehlerpotenzial hat, dann versuche ich eigentlich immer Serienwiderstände in allen Leitungen reinzulöten, die ich dann entfernen kann und so die Schaltungsteile getrennt in Betrieb zu nehmen. Das kann sehr hilfreich sein. Die Thermokamera, also wenn die richtig benutzt ist, die hilft tatsächlich. Man muss aber zuerst mal ein Foto machen vom unversorgten Board und dann sollte ungefähr das gleiche überall angezeigt werden. Einschalten, Oszilloskop dranhalten, irgendwie kommt man dann schon weiter. Und im Zweifel ist es wirklich das Sinnvollste, wenn man seinem Kollegen mal nicht einweiht und den weiterarbeiten lässt, weil ein anderer Blickwinkel meistens dann doch hilft. Oder ein neuer Tag. Von der linken Seite. Danke erstmal, ein toller Vortrag, viele Infos. Ich würde mir das dann aber gerne vielleicht sogar noch detaillierter irgendwie zum Nachschlagen
direkt neben dem Arbeitsplatz stellen. Gibt es da irgendwelche Literaturempfehlungen vielleicht? Es gibt so die üblichen Literaturempfehlungen, aber die ganzen Punkte sind leider im Moment noch ziemlich stark verstreut. Ich hatte da schon seit Ewigkeiten vor, irgendeine Checkliste zusammenzustellen, muss aber zugeben, dass mir zum Beispiel bei Leistungselektronik oder Hochspannungssachen die Erfahrungen fehlen. Also man kann da durchaus einen Aufruf machen, wenn da jemand Zeit hat und sowas machen will, wäre eine gute Gelegenheit. Ja, die Slides findet man ja wahrscheinlich. Die Slides findet man, ja. Ja, toll. Danke erstmal. Okay. Das Mikro ist auf. Probier nochmal. Nochmal? Ja, schon besser. Ein Stolperstein, über den ich gefallen bin, aber keine wirklich gute Lösung gefunden habe, ist, wo finde ich für einen IC die Layout-Informationen, wenn ich noch nicht weiß, welchen Hersteller ich verwenden möchte im endgültigen Produkt. Wenn ich zum Beispiel einen IC habe, den irgendein SN schlag mich tot 74 irgendwas, den kann ich von TI, von ST, von wen auch immer kaufen. Ja. Und jeder Hersteller gibt andere Maße für seine Land-Patterns an. Ja. Das ist tatsächlich ein Problem oder auch nicht. Die Vorschläge von den Herstellern muss man eh mit Vorsicht genießen. Da ich habe mir eigentlich alle Footprints in mühevoller Arbeit optimiert auf mein Setup in der Arbeit. Also die Herstellervorschläge sind nicht immer ganz korrekt. Oder nicht, so sagen wir mal so, sind vielleicht korrekt, aber nicht anwendbar auf mein Problem. Wenn man das mal macht, das lötet, dann merkt man ziemlich schnell, ja, da ist ein bisschen zu viel Lötzinn oder man sollte vielleicht den Lötstopplack ein bisschen weiter zurückziehen, dann probiert man das mal aus, in Schritten sieht, ja, es wird besser, korrigiere ich das in meiner Library und so weiter. Und sonst mache einfach den Mittelwert. Für so, warum nicht? Für den ersten Versuch ist das eigentlich völlig in Ordnung, würde ich sagen. Da schleicht sich eine Frage ran. Ich hätte mal eine Frage zu gesplitteten Masseflächen. Das wird ja, manche Leute sagen, das ist gut, analog und digital Teile zu teilen. Andere Leute sagen, das ist Quatsch. Was sagst du dazu? Ja, also der Halbleiterhersteller sagt, beim ADC soll man die digitale und analoge Masse darunter verbinden. Richtig, oder? So, das meinst du? Nee, also dass man digitale Schaltungsteile und analoge Schaltungsteile da einen Schlitz halt reinmacht und den nur über eine kleine Brücke verbindet. Ja. Kann man machen, dann wird man sich aber meistens mehr Probleme einheimsen, als man damit löst. Ein guter Tipp ist, man macht das mal den Schlitz rein. Man routet so, als wäre der Schlitz da, führt auf gar keinen Fall irgendwelche Leitungen über die Schlitze und am Ende macht man doch eine durchgängige Massefläche. Aber es ist jetzt kein allgemein gültiger Tipp. Es hängt einfach stark vom Einzelfall ab. Also, ja, es gibt eben die Hersteller von ADCs, vor allem von hochpräzisen oder schnelleren, sagen, ja, Analog- und Digitalmasse unter ihrem Baustein gut verbinden. Gut, jetzt habe ich aber zwei ADCs und beide sagen, Analog- und Digitalmasse nur unter meinem IC gut verbinden. Was mache ich da? Meistens ist es wirklich einfacher, den ADC, auch den Digitalteil, auf die analoge Masse zu hängen. Das wird ein paar Störungen verursachen, unter Umständen aber vielleicht weniger. Kann so sein, kann anders sein. Ich mache eher eine große durchgängige Massefläche, passe aber sehr gut auf den Stromrückpfad auf. Also wirklich bei den kritischen Signalen überlegen, hier geht's hin, wo geht das zurück? Muss es auf den Hinweg irgendwie
Planes wechseln auf die andere Seite, muss es auf dem Rückweg irgendwie Planes wechseln, auf die, irgendwie hinten rum und das versuchen zu vermeiden. Also meistens sind es nicht wirklich viele kritische Schaltungen. Wenn man einen Bus hat, den verlegt man sowieso parallel. Glocksignale möglichst kurz halten und für eine Rückfahrt sorgen. Ja, praktisch ist es auch relativ schwierig, Analog- und Digitalteil zu trennen, wenn man zum Beispiel alle Anschlüsse auf der gleichen Seite hat. Ist auch schwierig. Also das muss man einfach im Einzelfall sehen und im Zweifel ausprobieren. Danke. So, gibt es noch Fragen? Gut. Das war ein toller Talk. Ich danke dir. Bitte Applaus für den schönen Talk.